Sie sind erfolgreicher als die Männer, werden von Tausenden bewundert und stehen aktuell im Viertelfinale der Fußball-EM, aber dennoch. Sexismus steht für Frauen im Fußball nach wie vor an der Tagesordnung. Das zeigt eine Recherche des NDR und der Süddeutschen Zeitung. Darin berichtet etwa die Nationaltorhüterin Almut Schuld von den Vorurteilen, die sie bis heute erfährt. So würden ihr etwa immer wieder Fragen zu ihrer Sexualität gestellt. Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme erzählt von einem Gespräch, in dem der Satz fiel: Die ist auch richtig heiß, ne? Die würde ich auch mal wegbügeln wollen. Auch Sprüche wie Mannsweib oder die soll bei uns duschen gehören für Spielerinnen zum Alltag und machen auch vor FunktionärInnen und TrainerInnen keinen Halt. Das muss angesprochen werden, findet DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich. Neben den sexistischen Bemerkungen seien aber auch körperliche Übergriffe ein Problem. Wenn jemand fragt, ob er ein Foto mit einem machen kann und plötzlich hat man die Hand am Hintern, schildert Almut Schuld. Zudem würden Frauenteams benachteiligt, was die Trainingsbedingungen angeht. Den größten Unterschied gäbe es aber bei der Bezahlung. Nach Angaben des DFB verdienen Fußballspielerinnen in der Bundesliga im Durchschnitt 2.600 Euro brutto im Monat. Zum Vergleich, ein männlicher Drittligaspieler verdient im Schnitt 6.700 Euro.